Gute, ihr lieben Makerlein. Auf YouTube habe ich in letzter Zeit immer wieder mal Videos gesehen, die den 3D-Druck quasi in Frage stellen. Ist er denn überhaupt sowas zu gebrauchen und wozu kann man ihn nutzen, außer um 3D-Druckteile wie hier für den Voron zu drucken? Und ich möchte heute euch mal zeigen, was wir dann hier bei Makorama alles drucken und wo wir es dann gebrauchen können. Das erste Teil, was mir dann auch schon gleich in den Blick fällt, ist unser kleiner Raspberry Pi Pac-Man. Da sieht man, ist momentan Platz für einen Raspberry, ist aber kein Raspberry drin. Der Grund ist, dass wir den momentan beim CR10 hier oben entsprechend verbaut haben und deswegen noch ein Raspberry Pi hier drin fehlt. Ursprünglich war dieser aber angedacht, um als Home Cinema Anlage entsprechend hier im Büro zu dienen. Im November 2019 hatten wir dann dieses Objekt als Beispielobjekt in unserer Box beiliegen. Die Rede ist von so einer kleinen Espresso-Tasse. Und das Schöne daran ist, wenn man die mit dem beiliegenden Material gedruckt hat, ist diese lebensmittelecht und hitzebeständig. Und wenn man sie noch im Ofen temperiert hat, kann man das Ganze auch noch in die Spülmaschine stecken. Sehr coole Sache. Wem das noch nicht reicht, um sich zu konzentrieren, der kann dann auf so ein Hilfsmittel hier zurückgreifen, was wir auch gedruckt haben. Lässt sich aus einem Stück drucken, ist ein sogenannter Fidget oder Kobayashi Cube und lässt sich unendlich falten. Das Problem ist nur, durch die Reibung von Plastik fängt das, wie man hört, an zu quietschen und damit kann man seine Mitarbeiter oder seine Arbeitskollegen ziemlich in den Wahnsinn treiben. Ein Teil, was wir auch selbst entworfen und gedruckt haben, sind diese Nerfgun-Wandhalterungen. Die sehen nicht nur gut aus und sind einfach zu drucken, sondern zeigen auch dem Gegner an, wem diese Waffen gehören. Wir drucken hier aber auch zum Beispiel funktionale Teile wie diese Schraubenkästchen hier, in die wir Schrauben und Muttern reinpacken können. Diese sind stapelbar und ziemlich stabil. Zum anderen drucken wir aber auch funktionale Prototypen wie dieses Case für einen Raspberry Pi mit seinem 7 Zoll Touch Display. Wir bei Makorama arbeiten viel mit Laptops. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wenn die Dinge auf dem Schreibtisch stehen, dass sie so wenig wie möglich Platz verbrauchen. Genau deswegen haben wir uns diese Laptop-Ständer hier gedruckt. Die sind klein, kompakt, leicht zu drucken und haben wir sowohl zu Hause als auch hier auf jedem Arbeitsplatz stehen. Einen Teil unserer Büroausrüstung drucken wir natürlich selbst, wie zum Beispiel diesen Stiftehalter hier. Und wir wären nicht Makorama, wenn wir nicht unseren eigenen Entwurf dazu veröffentlicht hätten. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Seit geraumer Zeit akzeptieren wir auch EC-Karten und Kreditkartenzahlungen hier direkt bei uns vor Ort im Shop. Und damit das Ding nicht auf dem Schreibtisch rumfliegt, haben wir uns diese schöne Dock dafür gedruckt. Apropos Dock, für all unsere Handys, die mittlerweile kabellos laden können, haben wir uns diese Ladeschale gedruckt. Wir bei Makorama sind aber auch Nerds und als Nerds drucken wir natürlich auch Figuren, wie zum Beispiel diesen Iron Man, den Imperius oder diesen nicht zusammengebauten Ork aus Warcraft. Aber auch solche Helme wie hier aus Star Wars. Und davon haben wir nicht nur einen, sondern gleich zwei. Im Eingangsbereich angekommen finden wir hier unsere Garderobe. Die ist nicht nur selbst gedruckt, sondern auch aus verschiedenen Materialien und verschiedenen Farben gedruckt und wird ständig von uns erweitert. Last but not least möchte ich euch noch gerne zum Schluss zwei Sachen hier im Eingangsbereich zeigen. Zum einen unser Logo, welches wir nach und nach an die Wand anbringen und welches wir natürlich selbst gedruckt haben. Zum anderen aber auch diese bunten Kacheln hier. Und die hängen nicht nur zur Zierde da, sondern erfüllen auch einen ganz bestimmten Zweck. Jedes dieser Materialien war mindestens einmal bei uns in der Box drin. Und wenn man diese von der Wand löst, sieht man auf der Rückseite, dass sie mit den entsprechenden Druckeinstellungen gekennzeichnet sind. Damit diese Teile an der Wand halten, haben wir uns eine Halterung gedruckt, die mit Magneten versehen ist. So rasten diese Kacheln direkt und automatisch perfekt an der Wand wieder ein. Das war's mit unserer kleinen Rundführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Jahr. Frohe Weihnachten. Happy Printing. Ciao.